Hallo an alle Sportwettenliebhaber, mein Name ist Ryan von Wettstrategien und ich habe auch heute wieder ein spannendes Video für euch zum Thema Sportwetten. Heute der Schwerpunkt Übertore, Untertore, Tipps und mehr, worauf ihr hier achten müsst, was genau ihr da machen müsst, um eure Gewinnchancen zu erhöhen, erfahrt ihr in diesem Video. Für all diejenigen, die noch nichts mit diesem Begriff anfangen können, Übertore, Untertore, hier eben eine kurze Einführung. Wir gehen auf die Seite von Tipico und sehen hier hinten ja, wie, denke ich mal, jedem bekannt, weitere Wettmöglichkeiten zu den jeweiligen Spielen. Ich nehme hier mal Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, klick hier hinten, wenn dann sich das Teil hier, okay, jetzt geht's. So, ich klicke hier unten auf diese beiden zwei Pfeile. Dann öffnen sich quasi weitere Wettmöglichkeiten zu diesem Spiel. So, und wir nehmen mal das erste, was hier steht in Bezug auf Übertore. Hier steht Über-Untertore 2,5. Ja, hier gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, aber dazu komme ich dann gleich, beziehungsweise gehe ich detaillierter drauf ein. Im Prinzip ist es eigentlich dasselbe in Grün, wenn wir wissen, was 2,5 bedeutet. Gehen wir wieder rüber auf meine Infografik, die ich vorbereitet habe. Also, das Wetten in Bezug auf 2,5 Übertore, Untertore scheint auf den ersten Blick sehr einfach, wenn man gleich weiß, was das bedeutet. Und die Chancen sind dann natürlich garantiert gewinnbringend. Ja, so kommt einem das vor. Also nehmen wir jetzt den Faktor 2,5, wie gerade auf Tipico angezeigt. Fallen insgesamt nur zwei Tore im Spiel. Zwei Tore wäre das eine Unterwette, ja, beziehungsweise Untertore. Fallen mehr als zwei Tore, sprechen wir von Übertoren. So bedeutet also, fällt im Spiel oder geht das Spiel 0-0 aus, 1-0, 0-1, 1-1, 2-0 oder 0-2, sind weniger als beziehungsweise sind zwei oder weniger Tore gefallen, ja, so ist es richtig, dann ist es eine Unterwette, so, und alles, was da drüber ist, wird das Spiel jetzt also 3-0 ausgehen. Beim Faktor 2,5 hätten wir eine Überwette, beziehungsweise Übertore, und somit hätte man dann die Wette gewonnen oder verloren, je nachdem, was man getippt hat. Rein statistisch gesehen gehen weltweit 50% aller Spiele over bzw. under aus. Bedeutet halt unter bzw. Übertore. Man hat hier demnach eine Gewinnchance von 50 zu 50. Und was ich direkt mal vorab erwähnen möchte, der Riesenvorteil, was eigentlich nur ein Nebenaspekt ist, weil es auch noch andere Wettformen gibt, wo es nur zwei Wettausgänge gibt, denke ich, ist dieses Argument auf jeden Fall hilfreich und nützlich. Man hat also wirklich nur, entweder tippt man auf Über- oder Untertore, somit fällt das Unentschieden bei Sieg, Niederlage oder Unentschieden raus. Da hätte man drei Wettausgänge, in diesem Fall gibt es halt nur zwei. Deswegen ist das schon mal ein wichtiges Argument, für was für Übertore, Untertore spricht. Hier noch eben zwei Tipps von mir, bevor wir wieder auf die Tipico-Seite gehen. Apropos Tipico, solltet ihr noch keinen Account bei Tipico haben, mein Lieblingsanbieter, direkt jetzt unten hier auf die Schaltfläche klicken, auf den Banner und 100 Euro bei Erstanmeldung abkassieren. Und weiter mit den beiden Tipps. In Frankreich und ganz besonders in Italien, ja, gelten die Spiele als unterlastig. Ja, das bedeutet, die meisten Spiele dort sind wirklich Untertore, meistens dann unter 2, also Faktor 2,5. Ja, das als Geheimtipp von mir. Und in der deutschen Bundesliga ist es genau andersrum. Da fallen halt meistens mehr als nur zwei Tore. Ja, macht Sinn, dass das in Italien halt anders ist. Wir kennen den italienischen Fußball sehr defensiv veranlagt. Daher das als Tipp noch am Rande. Springen wir rüber auf die Tipico-Seite. Und schauen uns hier nochmal die Über-Unterwette von Borussia Dortmund gegen Frankfurt an. Ja, hier sieht man natürlich die Quoten, ne? Die sind natürlich hier bei 2,5
Höher als bei 1,5 macht natürlich Sinn. Ja, die Buchmacher sagen auch, in diesem Spiel werden vermutlich mehr als oder wird mehr als ein Tor fallen. Ja, deswegen hat man hier nur eine geringe Quote. Bei zwei Toren steigt natürlich die Quote, bei drei steigt auch die Quote und so weiter und so fort. Ja, also hier immer drauf achten. Wie gesagt, die Quoten, die steigen mit jedem Tor, was quasi dazukommt, aber erhöht halt damit auch eure Gewinnchancen. Somit wäre ich auch mit diesem kurzen und knappen Video für euch durch. Klickt zudem jetzt unten links ins Video, um euch bei Tipico anzumelden. Zudem könnt ihr dort 100 Euro Startbonus abkassieren. Oben links hast du eine Schaltfläche, um meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen und lasst mir doch gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.